Moino Freunde und damit begrüße ich euch zur nächsten Folge von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wir werden mit Manaphy, das sich gestern oder im letzten Part geschlüpft hat, jetzt ein bisschen uns die Zeit vertreiben, es gut pflegen und auch zum Strand gehen. Aber zuvor würde ich natürlich noch mein Geld ablegen, denn im letzten Part habe ich ein bisschen viel Geld abgehoben von meinem Konto und sollte es vielleicht lagern, damit es nicht verloren geht. Aber ohne weitere Umschweife gehen wir jetzt natürlich zum Strand, wie versprochen. So, da können wir nämlich, keine Ahnung, was die da machen wollen. Die wollen bestimmt ein bisschen entspannen. Komm schon, Manaphy, hier drüben. Was? Kiaka, Kiaka. Manaphy, das ist das Meer. Meer? Jawohl, das Meer. Dort kommst du her. Meer, Meer. Justin. Tristan. Meer, Meer. Tristan, Manaphy scheint glücklich zu sein. Ich bin froh, dass wir es zusammen mit uns am Strand genommen haben. Meer, Meer. Und so spielten Manaphy, Tristan und Justin, bis die Sonne unterging. In dieser Nacht. Am nächsten Morgen. Warte mal. Manaphy ist weg. Guten Morgen, Tristan. Guten Morgen. Manaphy! Oh, Tristan, Manaphy ist weg. Was sollen wir tun? Wo ist es hingegangen? Los, lass uns suchen. Ich würde mal schätzen, es ist am Strand. Weil wir auch im letzten Part, ja, vorhin eben gerade gesehen haben, dass es ja gerne am Strand ist und geschweige vom Meer kommt. Also kann es nur da sein. Ah, Team Lightning. Ich war gerade auf dem Weg, um zu sehen, wie es Manaphy geht. Ich nehme an Manaphy geht's gut. Da gibt es ein kleines Problem. Es geht um Manaphy. Es ist verschwunden. Was? Habe ich euch nicht gesagt, ihr sollt darauf aufpassen? Habe ich es euch nicht gesagt? Oh, ich suche mit. Manaphy ist immer noch ein Kleinkind. Es kann nicht sehr weit gekommen sein. Ich sehe in der Gilde nach. Ihr zwei sucht draußen nach ihm. Ja, wie gesagt, am Strand. Wo soll es sonst sein? Oh, hey, Manaphy! Manaphy? Manaphy, wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Warum bist du hier ganz allein? Hey, Manaphy! Manaphy? Was stimmt mit dir nicht? Manaphy! Schwierigkeiten, Tristan, es leidet unter hohem Fieber. Manaphy, durchhalten, Manaphy. Ich glaube, es fehlt ihm doch das Wasser. Oh nein, was sollen wir nur hier tun? Ihr habt Manaphy gefunden. Plaudergeil, Manaphy ist... Manaphy... Ah, meine Güte, es leidet noch extrem hohem Fieber. Das wissen wir. Wir haben es am Strand gefunden. Dann ist es umgefallen. Seine Krankheit rührt wohl von der falschen Umgebung her. Es ist, wie ich es euch gesagt habe, Manaphy ist ein Pokémon, das im Meer aufwachsen muss. Unsere Umwelt ist völlig anders als das Meer. Darum ist das Kleine krank. Also sind wir schuld? Wie die Dinge stehen, hilft jetzt kein Jammern oder Bedauern. Wir müssen uns wohl um Manaphys Krankheiten widmen und konzentrieren. Aber wie sollen wir eine Heilung finden? Ich habe Folgendes gehört. Laut dem im Meer lebenden Pokémon existiert ein Heilmittel, das Fionentau. Das könnte genau das sein, was wir zur Heilung für die Krankheit von Manaphy benötigen. Fionentau? Den brauchen wir also. Hey Plaudergei, weißt du noch, wo es den gibt? Es gibt Pokémon, die über die Meere treiben. Sie heißen Fione. Man sagt, dass sie die Fionentau herstellen. Soweit ich weiß, leben sie in dem Mirakelmeer. Okay, das Mirakelmeer.
Wir müssen um jeden Preis die Fionen finden, Tristan. Es ist der einzige Weg, wie wir Manaphy retten. Alles klar. Auf geht's zum Mirakelmeer. Wir scheuen keine Mühenknochen. Wir rennen sofort rein. Und so von hinten. Auch wenn ich noch Kleinigkeiten machen will. Oder auch nicht, komm. Wir lassen die Kleinigkeiten, wir laufen direkt hin. Schwachsinn. Wir müssen Manaphy retten. Wichtiger als irgendwelche Items zu vernaschen. Auf zum Mirakelmeer. Ich weiß nicht, mal gucken, wie groß es ist. Und wie schön es sein wird. Es wird auch wieder eine Wasserebene sein. Ich hoffe, keine Wasser-Psycho-Ebene. Ich kann keine Psycho-Pokémon mehr sehen. Wabsam, Hades. Ah, nein. Die Siegelfalle. Nein. Was ist denn hier los? Ey, wegen dieses eine Item da oben, ne? Das Spiel ist doch am Trollen. Alter, was zur Hölle? 30 Fallen gefühlt. Aua, danke schön. Dankeschön. Ich bin fast tot, Justin. Mirakelmeer, Stufe 2. Okay, wir müssen unbedingt wieder uns irgendwie aufheilen. Er kann auch denken, dass es im Raum 3 Fallen gibt. Das ist doch nicht normal. Rubin. Gönn dir mal dein Level ab. Was ist das, ein Troll? Ich hasse das, wenn das Spiel mich trollt. Boah, das ist ja ein dicker Mantax, du. Ja, tschüss. Das war's mit Rubin. Ich habe auch keine Heilung. Rubin wird sterben. Ja. Ja, Rubin, wenn du nicht hören kannst, musst du fühlen. Boah, Alter, was ist denn los mit dir, du kranke Ding? Ich wollte gerade sagen, war hier nicht die Treppe? Mantirps, ja, das kriegst du ja hin, Jasse, ne? Dankeschön. So, hier haben wir noch ein Item. Ein Riesenraum, weißt du, für eine. Ich hasse schon die Fallen, ne? Ohne Witz. Wow, ein Schaden. Was? Ach, wegen seiner Rauhauten. Da müssen wir echt aufpassen, wenn die Pokémon ihre Rauhaut haben, damit die uns nicht wegnieten. Ah, nein, 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 nein. Oh, ich hab schon unten gelesen, Lashoking. Nein. Lass das Pokémon noch irgendwo anders leben. Justin, du machst das. Dein Job. Also wie gesagt, hier muss ich sehr viel auf Justin zurückgreifen, weil er ist halt Elektro, ne? Und Elektro macht ja, denke ich mal, sehr guten Damage auf die ganzen Wasser-Pokémon hier. Ach, und ich vergaß, ich habe vergessen, die Attacken wieder zu verlinken. Mach ich noch irgendwann. Justin, könntest du bitte? Dankeschön. Nach unten geht's weiter.
Oh, warte mal, der Schwarzgummi, den können wir echt gut gebrauchen. So, 9. Ebene. So, und im Übrigen hatten wir Glück gehabt, dass wir hier wirklich die Sachen übrig hatten mit den Blaugummis. Die hätten sonst auch ewig dauern können. Aber gut, dass wir alle dabei hatten. Oh, schon wieder Gegenstoß. Lass doch Gegenstoß einfach stecken. Nein, nein, ich hasse diese Fallen. Ey, stellt die Fallen ab. Das, nein. Sag mir nicht, du bist hohl. Ach, der ist hohl. Alter. Okay, Justin. Ein bisschen, warte mal, ich streng mal kurz dein Gehirn an. Rausnehmen, rausnehmen, reinnehmen. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Justin. Komm. Bieben dich woanders hin. Da kannst du dumm sein. Oh, irgendwo muss doch hier der Ausgang sein. Bitte lass mir raus. Ah, jetzt kann ich ja bei Justin wieder alles einstellen, stimmt. Ja, ja, Ausgang. Ey, also... Wie gesagt, Fallen sind echt mein Killer. Nein, Mann, Tirps, und dich will auch keiner haben. Da müssen wir einfach mal ehrlich und hart sein. So, Ebene 12. Ach, läuft gut, wollte ich gerade sagen, und dann laufen wir wieder in eine Falle rein. Man kennt's. Oh nein, Liebereiz. Ich hasse Liebereiz. Die Attacke ist echt doof. Justin, bitte den... den richtigen angreifen. Hat der gerade Pfund eingesetzt? Was ist denn das? Das ist ja nix. Ebene 13. Ja, Mann, Knot ist nicht schlimm. Wir sollten an sich genug Äpfel dabei haben. Wenn nicht, wäre es halt echt arg ungünstig. Aber ich glaube, ich habe ganz viele Äpfel eingepackt. Ach komm, ey, verarsch mich doch nicht. Heute will mich das Spiel richtig ärgern. Oder diesmal. Schon die ganzen Male. Und übrigens nehme ich das alles an ein Stück auf. Vorproduktion und so. Und ja, das ist eine lange Vorproduktion, wenn man fragt. Aber umso besser, wenn ich vorproduziert habe, dann kann ich mir, wie gesagt, später mehr Zeit lassen. Und für andere Dinge mich konzentrieren, die eben halt derzeit ein bisschen wichtiger sind. Oder zu dem Zeitpunkt, wo jetzt die ganzen Aufnahmen laufen. Deshalb werde ich auch auf... Also ich werde auf Kommentare eingehen natürlich, aber ich werde die nicht umsetzen können. Das werdet ihr aber frühestens nach 2-3 Parts mitbekommen. Aber später, wenn wieder alles ruhig ist, dann komme ich wieder auf die normalen Upload-Zeiten und dann werde ich auch wieder... Alter. Was zur Hölle? Junge, was ist denn das für ein Ding? Monster. Na, jedenfalls, was ich sagen wollte, ich komme auf jeden Fall wieder dahin zurück,
dass ich wieder nur für eine Woche mal vorproduziert habe, damit ich dann auf die Kommentare dementsprechend reagieren kann. Weil ist ja sonst doof, wenn ich nicht reagieren kann darauf. Weil manchmal braucht man auch seine Unterstützung. So, dann bin ich wieder zurück in diesem quälenden Müll hier. Mehr oder weniger. Also ich fand die Rätsel oder diese ganzen Dinger hier eigentlich nie schlimm. Aber mit den Pokémon, die ich jetzt habe, brauche ich das eigentlich null probieren immer. Ist ja richtig ätzend. Bloß raus hier aus diesem Meer. Ja, beobachte mal aufmerksam und stirb. Sehr gut, schön. Denn übrigens sind mir die anderen Bären wieder gestorben, mitten auf dem Weg. Rubin und Hades machen mir fertig. Kurz vorm Ende! Ich glaube, ich... Ich explodiere gleich innerlich. Aber wir bleiben ganz ruhig und machen die nächsten 10 Ebenen. Bitte lass es nur 10 sein. Warum beobachten die nur noch aufmerksam? Och nö. Was ist eklig. Verwirrung ist der schlimmste Status, den es gibt. Ja, warte mit Justin. Ich kann nichts tun für ihn. Wait, warte mal. Warp dich einfach weg. Boah, jetzt ist der Stinkbold an mir ran. Geh weg! Ich hasse Lasho King, ist das Drecks-Pokémon. Ich werde wieder sterben. Hey, das kannst du mir nicht erzählen. Das ist doch nicht schön. Entweder du triffst oder ich hab mal Arschkarte. Gut, ich bin tot. Ja, beobachtet nur. Stirb! Boah. Warte mal, wieso greift Justin nur mit den... Okay. Ja, jetzt bist du wieder leer. Und Justin ist wieder so klug. Ich warp mal wieder weg, ne? Ach man, Justin, mach mir doch nicht immer schwach. Wir sind jetzt erst bei der zweiten Ebene. Ich wäre in der ersten Ebene schon ge... Ich bin nicht überlevelt in Öhring, ja? Ich will es nur noch mal andeuten. Ich krieg von den Typen... knapp 70 Damage. Das Spiel hat mich gern. Nein, es war so klar. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich bin nochmal. Achso, ich bin jetzt nochmal wieder da. Im Übrigen, nee, warte mal. Alter.
Ja, übertreib halt mit dem Spiel. Ey, das macht keinen Spaß. Ich habe gar keine Lust mehr. Ey, wo macht das denn Spaß, wenn man dauerhaft stirbt? Du hast nicht eine Chance. So, da sind wir wieder. Ich krieg hier gleich einen Anfall. Ich mach das jetzt schon 4. Mal schon. Und ja, ohne Witz, ich mach das zum 4. Mal, weil jedes Mal irgendein Pokémon kommt, dreimal hintereinander angreift und mich dann komplett auseinander nimmt. Mit 70 Damage pro Schlag. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ein Fehler ist. Keine Ahnung. Jedenfalls kommt mir das so langsam schon so vor. Weil man kann nicht dreimal hintereinander angreifen. Dann wäre ja mein Pokémon ein Arsch langsam. Dann hätte er ja eine Init von 2. Ah, das war dumm. Aber Justin trifft nicht mal. Justin ist der Griller hier. Der trifft nix. Der kommt mir so vor, als ob der blind wäre. Ich glaube, der hat in dem ganzen Kampf hier kaum nur was, also in den ganzen Dungeon, die ich hier durchgelaufen bin, nicht mal immer getroffen. Könnte es mal aufhören, noch reinzutreten, ey. Man merkt, ich bin schon leicht erzürnt. Oh, danke. Ah, geht doch. Hi, Titi. Ta-da-ta-tai. Fohohoho. Johohoho. Alles klar. Ich hab euch endlich gefunden. Ihr seid die Fione, richtig? Stellt ihr das Heilmittel her, Fiontau? Grund zum Jubeln, ab jetzt gehorcht ihr mir. All der Fiontor gehört ab sofort mir. Was? Wer seid ihr denn? Nanu. Ihr seht so aus, als seid ihr. Habt ihr mit mir noch ein Hühnchen zu rupfen? Naja. Ihr seid ungefähr 1 Million Jahre zu früh, um den Kampf mit mir zu suchen. Ey, ihr werdet bald bereuen, nicht weggelaufen zu sein, als ihr es noch konntet. Das Einmischen wird unbarmherzig bestraft. Es ist ein Wasserflug-Pokémon. Wir können schon mal, also wir sind schon mal nicht im Nachteil. Auch nicht im Vorteil. Ich überlege, ob wir jetzt einfach uns den Flinksamen gönnen. Danach Justin den Flinksamen geben. Ja, und gleich nochmal. Justin dürfte am besten dreifaches Tempo haben. Jo, weil 300 Damage tut für ihn schon astrein weh. Das war leichter als die ganze, als diese die ganze fucking Weg zu ihm. Das war einfach leicht. Gerade, das war einfach zu leicht. Gör, vergesst das niemals. Geh mal weg, du Lappen. Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Das ist unser Dankeschön. So kann man auch Fiontau erhalten. Ohne Probleme. Ah, du hast das Fiontau mitgebracht. Schnell, gib es von Manaphy. Okay. Hier, nimm Manaphy. Das Fiontau. Danke, Tristan, Justin. Puh, bin ich froh. Das scheint zu wirken. Manaphy sollte jetzt noch ein paar Tage ruhen. Und dann ist es wieder auf die Beine. Das ist großartig. Ich bin so froh. Ein paar Tage später. Ah, das kleine Kerlchen ist jetzt putz und munter. Munter wie eh und je. Ich freue mich so, dich das so zu sehen. Tristan, Justin. Ja, ist gut, wir wissen schon. Manaphy muss die Fähigkeit entwickeln, im Meer zu leben. Nun, Tristan, lass uns Manaphy zum Meer bringen. Der Gildenmeister und ich haben entschieden, Valraiser aus dem Nordsee einzuladen. Unser Gefühl sagte uns, dass Valraiser die richtige Wahl sein würde, um Manaphy aufzupassen. Und um darauf aufzupassen. Ja,
Euer Knuddelhof hat mir alles erzählt, was ich wissen muss. Ihr habt mein Wort. Ich übernehme die volle Verantwortung für die Erziehung von Manafi. Bitte pass gut auf das Kerlchen auf. Manafi? Ich möchte, dass du jetzt artig bist und Verreiser gehörst. Und dass du im Meer groß und stark wirst. Hä? Wenn du älter wirst, vergiss uns nicht. Hä? Justin? Tristan? Es wird nur schlimmer, je länger ihr es herauszögert. Verreiser, bitte. Ja. Wir gehen, Manafi. Tristan! Justin! Lebe wohl, Manafi. Damit ist Manafi jetzt endlich da, wo es eigentlich hin sollte, im Meer. Guten Morgen, Tristan. Manafi. Das kleine Kerlchen ist weg. Ja, aber wir haben jetzt das einzige Richtige getan dafür. Ich denke, dass Verreiser es gut erziehen wird. Und vielleicht treffen wir es eines Tages wieder. Oh Tristan, wir sollten nicht nur für immer traurig sein. Ich denke nicht, dass Manafi das wollen würde. Aber ich kann nicht sofort so tun, als wäre alles gut. Trotzdem sollten wir versuchen, positiv zu denken und nach vorne zu schauen, okay? Sehr gute Wahl. Nein, ich wollte nicht raus. Ich wollte nämlich abspeichern und mich bei euch bedanken, dass ihr zugesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr auch gerne abonnieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Also bis denne und ciao.